Da sind wir dabei. Oh, der Boden ist des Todes, Leute. Oh. Jungs! Boah, der Boden ist des Todes! Boah, ist das warm, ey, Hammer! Ich habe Angst vor dem Boden, ja? Der Boden macht mir Angst einfach. Der ist wirklich des Todes. Wieder weg, weil dieser scheiß Boden, diese kleinen Steine, des Todes. Schon wieder alles eingestaubt hier. Ich glaube, immer erst nach der Jumpline hat man Trail Pools. Servus, schön, dass du dabei bist. Ich genieße nur die Ruhe hier auf dem Balkon. Fütter hier meinen kleinen Freund. Wenn das mal kein schlechtes Omen war, ja. Aber man sagt ja, Scheiße bringt Glück. Ja, und dann geht's gleich zur Halde. Und dann wollen wir mal eine Halde so richtig knallen lassen heute. Da war ich schon so lange nicht mehr, ein Jahr bestimmt. Ja, und dann freue ich mich auf jeden Fall gleich, wenn du dabei bist. Also, bis gleich. Hier sind wir mitten in der Natur. Ah, na gut. Mitten in der Natur hier auf der Halde Hoppenbruch. Ne? Mit dabei heute Svenny, der Curtis, der Ralle, der ist da oben schon, zusammen mit dem Andrew und meiner einer und mit Sicherheit noch tausend andere, die wir gar nicht kennen, aber die heute auch hier sind. Da sind die beiden, ganz oben im wunderschönen NRW, hier an unserem offiziellen Spot tatsächlich. So, dann. Geht's jetzt hier los? Ah, ich habe einen Stein vorne drin. Boah, ab ins Gemüse! Junge! Ralle, ey. Das ist ganz schön am Rappeln hier dafür, dass das hier nur Aufschutt ist. Ja, gut rausgesucht, der Ralle. Junge, das war's, oder? Weiß nicht. Was ist denn da noch? Guck mal, sieht das da so aus? Nee, ne? Ja, für ein Warmwerden ist ja ganz nett gewesen, ey. Ja, sollen wir das noch fahren? Ja, dann nehmen wir das mit hier. Ah, der Boden ist tückisch, da muss man schön aufpassen. Das ist nämlich hier des Todes. Ah, ja, guten Tag. Hier ist der Radweg, fahren wir wieder rauf. Ja. So, den ersten Trail hast du gesehen. Wir befinden uns hier gerade mitten im Revier auf dem technischen Anstieg. Ja, hier auf dem Enduro-Rundkurs, den wir fahren. Auf der Halde Hoppenbruch, wo hoffentlich der Name nur Halbprogramm ist, weil Hoppen wegen Hoppen, das wollen wir ja auch machen. Und Bruch, da haben wir nichts mit zu tun heute, das wollen wir nicht. Ja, deswegen Hoppenbruch. Jetzt gucken wir hier noch, wo es lang geht, hier so rum. Da sind nochmal die Schilder. Also du kannst hier mehrere Runden fahren. Ja, und immer wieder nach oben müssten so circa 73 Höhenmeter sein. Also wenn du mal Bock hast, hier hinzufahren, mach das einfach.
zwei. Geht los oder was? Gleiche Reihenfolge oder was? Egal, oder was? Kannst du vorfahren oder was? Nee, oder was? Fahr du mal vor. Gleiche Reihenfolge oder was? Ja. Nee. Irre oder was? Ja, Ralle, dann komm, warte. Servus oder was? Okay, ready? Ready. Ah. So, hier fahren wir in die Freeride Line. Kann man mal fahren hier? Schön. Hier habe ich schon mal gelegen. Ralle zieht die durch. Ich mache mal eben einen Cut, weil hier ist jetzt ein gerades Stück. So, komm, ab hier schalte ich dich wieder dazu. Jetzt geht das hier weiter. Jetzt kommt so ein kleines Plateau, wo immer Leute stehen. Aha, wir sind auch diesmal. Hallöchen! Aha. Oder was? Ja, sauber! Ja. So, einfach mal so zum Mitnehmen. Einfach mal so zum Mitnehmen. Einfach mal cool, oder was? Ja, oder geil, oder was? Na gut, oder was, ne? Sauber, oder was? Puh, hast du unseren Kumpel gesehen? Ja. Ah, ja, da ist er. Am schönsten ist hier oben, ich sehe da nicht was. Bitte. Wenn ihr anbremst, einmal nach Hause, bitte. Wieso? Lange mal Abflug gemacht, ja, ja. Echt? Oh, shit. Alles gut. Oh, Brille am Arsch. Ja, ja. Eieieiei. Was ist schlimm. Ich hab gedacht, ich meinte mal auf, über den wusste ich jetzt nicht. Nee, nee, alles gut, war okay. Kopf okay soweit, ja, ja, Schwindel? Ja. Ich muss mich jetzt nicht verarzen, alles gut. Nee? Okay. Dankeschön. Ey, Schockmoment, schon allein, weil du kamst und du nicht kamst. Da hab ich gedacht, war das jetzt? Wo ist Andrew, hab ich gedacht. Nee, oder? Ich glaube, das ist durch die Brille passiert, ja, ja. Andrew. Mhm. Aber der Helm ist auf jeden Fall kaputt, der muss ein neuer haben. Yes! Das ist ein Boiler, das habe ich mal. Ja, aber ich hole mir auch den. Ich glaube, nächster Helm wird auch so ein Boiler. Ja, wenn man nur einen schlauen hat, bei deinem Kind. Ja, also. Soll ich das im Video verarbeiten oder rausschneiden? Kannst du machen, wie du möchtest. Ja? Kommt auf, wann du zahlst. Ich gib mir deine PayPal an. Ja. Normal müssten sie überall einfach ein Holzpodest zwischenmachen. Double hin oder her, weißt du, ganz ehrlich. Hier sind auch so viele Anfänger. Ja, natürlich, aber trotzdem, wenn du mal wirklich zu kurz bist, dass du wenigstens auf dem Holz landest. Ich meine, du kannst das ja trotzdem doublen. Du musst ja das Holz nicht berühren, weißt du? Ja, genau, das Feeling ist ja das gleiche. Der Sprung bleibt ja derselbe. Obwohl, vom Nervenkitzel ist es wahrscheinlich nochmal anders. Aber wenn du davor irgendwie einen Rutscher irgendwas hast und abbrechen musst, dann kannst du auch einfach drüber rollen oder was? Aber so. Ja, ich habe extra jetzt oder was gesagt. Ich will jetzt nicht wieder oder was sagen. Ja, danke trotzdem. Gott sei Dank ist hier nichts passiert. Ja, Gott sei Dank. Aber warte, muss man mit Schuss auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß, ne? Andrew ist beim Double falsch abgebogen, hatte Brille kaputt. Naja. Andrew ist raus. Aber nichts Schlimmes passiert, außer alles da oben. Alles okay, okay. Wenn die Frau das sieht, muss er vorher Blut abwischen. Denk dran, ne? Nee, ich muss das dran lassen, weil ich glaube mir nicht, dass ich spalten darf. Achso, okay. Komm über Blut mit nach Hause. Macht dir da so ein bisschen Glitzer im Gesicht und sagt, Schatz, ich war Biken. Ja, immer ein bisschen Puder im Auto haben. Mach's gut, ja, ne? Bleib sauber, ne? Bleib sauber. Ciao, ciao. Ah ja, servus. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dabei warst, Andrew. Alles, was du jetzt siehst, ist passiert, nachdem du weg warst. Puh, wir fahren denn jetzt? So, in die Konzentration rein. Oh, komm, welche Reihenfolge? Du machst ja sowieso auch. Ja. Du fährst als erstes, dann fahre ich. Du machst Brummi. Ja. Und zwei Folgen. Oh, komm, das. Oh, okay, egal. Wir machen den jetzt, Ralle. Ralle, willst du vor? Komm, Sven, fahr. Wir machen den jetzt. Konzentration. Machen
Genau so und nicht anders. Genau so, Lars. Jawohl. Sehr nice. Ah, nein. Der ist noch auf der Liste. Boah, ey, Junge. Ja, ah, nice. Ja. So was fühlt sich geil an, oder, Ralle? Das warst ist geil. Hinter mir, oder was will ich? War ich hinterm Ralle? Nee, ich war hinterm Sven. Aber wo war ich beim... War mal eine gute beim Reihenfolge. Beim Table habe ich geschwebt, ich beim Aufkommen. Hab ich gedacht, nein, machst du den? Ach komm, egal. Ich habe mich erst mal bei dem Table gut gefühlt und habe ich gesagt, jetzt machst du den, Lars. Aber ich habe den blöd gezogen, ich bin den so gesprungen. Ja, du hast du? So. Aber war auch besser, weil wenn da was schief geht, dann... Eben, babam, ne? Hast du aber, hast du noch mal reingetreten vorher? Nee. Ich habe noch zweimal reingetreten, glaube ich, vor dem Cutter. Frankapult. Ich war auch nicht allzu weit, oder? Boah, Alter, du bist lange in der Luft, ey. Boah, du bist lange in der Luft. Gerade so, oder? Aber, ja. Junge, du bist lange in der Luft, aber das war richtig geil. Mega, mega geil. Ja, einfach mal gemacht. Einfach mal gemacht in Frankapult. Gut. So, auf jeden Fall schon mal, können wir schon mal einen Haken dran machen. Sehr gut. Danke. Danke für den Frankapult. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hast du gut gemacht. Ich freue mich, dass du dabei bist. Sub-Zero. So, Frankapult hier beendet. Kann man mal gucken, wie lang der ist. Mal mit minimal Anlauf von hier. Nein. Wir gucken jetzt mal, wie lang der ist. Also kommt ja auf dem Video natürlich nicht so rüber. Gucken wir, ob da einer kommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann wärst du mit dem Vorderrad hier. 7 Meter, würde ich sagen. Wow. 7 Meter, lecko. Also hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass ich den mache. Aber ja, anscheinend habe ich ihn gemacht. Also Respekt. Geil, fühlt sich richtig nice an. Boah, ist das geil, Alter. Ja. Boah, ist das nice, ey. Ist das nice, ey. Ja, also der Lorenz brennt hier vom Allerfeinsten. Mit dem E-Bike hier ist ein Traum. Ja, du bist so schnell wieder oben.
Ich weiß gar nicht, wie viele Abfahrten wir gemacht haben. Ich habe aufgehört zu zählen irgendwann. Weiß nicht. Ist auf jeden Fall der Wahnsinn. Ready? Ja, servus! Aber unsafe, aber richtig unsafe. Aber noch drauf geblieben auf dem Fahrrad. Jungens! Wie gesagt, den habe ich noch nicht verstanden, ey. Hinterrad war voll weg. Boah, das war Todes. Das war Todes. Boah, war das Todes. Boah, die Boah, das war hier oben, war ich so unsafe. Ich dachte, ich bin jetzt tot. Wirklich. So. Schön, dass du dabei warst. Hat uns richtig Spaß gemacht, hier wieder auf der Halde Hoppenbruch zu sein. Und der Verein macht hier wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Baut sehr, sehr schöne Trails. Die Enduro-Runde kann ich hier nur empfehlen. Die fährst du. Und dann fährst du befriedigt nach Hause, wie wir das jetzt machen. So, hier unten stehen so Schilder. Und dann kannst du dir hier nochmal genau die Strecken angucken, die Regeln, da kannst du scannen, kannst du alles machen, ja. Und dann fährst du hier zur Halde Hoppenbruch ins Revier und hast einen schönen Tag. Wir sehen uns auf dem Trail.